Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin Rupert Bayer von ichbinglücklich.com. In dem Video zeige ich dir, wie in meinen letzten angekündigt, wie man aus Spargelfond eine wunderbare Spargelcremesuppe zubereitet. Das Rezept, was ich da kreiert habe, ist wirklich völlig frei von irgendwelchen klassischen Vorstellungen einer Spargelcremesuppe. Für unsere Spargelcremesuppe brauchen wir Spargelfond, Zitronensaft, Pfeffer, Muskatnuss, Salz, Kurkuma, Braunhirsemehl, Mandelmus und Olivenöl. Wir haben jetzt einen Topf heiß gemacht und da geben wir jetzt erstmal das Olivenöl rein. Lassen es auch mal ganz kurz warm werden. Dann geben wir dazu etwas geriebene Muskatnuss. So, das reicht. Und dann geben wir ein bisschen Salz dazu. Das verrühren wir jetzt mal ein bisschen. Geben dann ein bisschen Zitronensaft dazu. Kurkuma. Und rösten jetzt kurz das Braunhirsemehl an. Machen auf der Art und Weise dann eine Mehlschwitze. Jawohl. Schaut doch schon mal gut aus. Geben jetzt noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und gießen jetzt mit dem Spargelfond auf. So, haben wir alles schön verrührt, dass sich alles vom Boden gelöst hat. Und jetzt lassen wir das Ganze circa 10 Minuten kochen. So, die 10 Minuten sind jetzt rum und wir geben jetzt nochmal das Mandelmus mit dazu. Und wir lassen jetzt die Suppe nochmal für ungefähr weitere 5 Minuten köcheln. Die 5 Minuten sind jetzt rum und unsere Spargelcremesuppe ist jetzt fertig. Man kann jetzt natürlich noch ein bisschen kleingeschnittenen gekochten Spargel drüber tun und natürlich auch noch frische Kräuter, also sprich ein bisschen Schnittlauch oder Petersilie darüber streuen. So kann man dann aus Spargelfond eine wunderbare Spargelcremesuppe zubereiten. Wenn dir dieses Rezept oder das Video gefallen hat und du das gerne nachmachen möchtest, dann schau einfach unten in der Beschreibung
Dort habe ich die ganzen Zutaten auch mengenmäßig nochmal aufgeschrieben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Wünsche dir bis dahin alles Liebe und Gute und genieße die Zeit. Und jetzt erstmal guten Appetit.